ganz tief ein- und ausatmen. Sämtlicher Ballast des Tages darf abfallen. Wir dürfen die Sinne jetzt zurücknehmen. Und in einen Zustand der Nichtbewertung gehen. Das heißt, alles, was jetzt mit den Sinnen erfahren wird, darf da sein und auch wieder gehen, ohne dass wir es ändern möchten. Reines Wahrnehmen. Vielleicht nehmt ihr Körperempfindungen wahr. Die Berührung zu eurer Sitzunterlage. Oder Körperregionen, die angespannt sind. Dann ist das willkommen. Es wird nur wahrgenommen, ohne es zu verändern. Vielleicht gibt es Gefühle, die ihr im Moment wahrnehmt. Dann ist es auch völlig in Ordnung. Die Gefühle dürfen kommen und dürfen gehen. Aber wer ist der Beobachter dieses Gefühls? Und wer ist der Beobachter der Körperempfindungen? Ist das vielleicht der gleiche Beobachter? Gedanken dürfen kommen und gehen. Ohne sie festzuhalten. Wie eine Wolke im Himmel. Die kommt, aber auch wieder verschwindet. Und wer nimmt diese Gedanken wahr? Wer nimmt diese Wolken wahr? Ist dieser Beobachter immer noch da, wenn die Gedanken schon wieder weg sind? Wenn die Gefühle wieder weg sind? Wie
die Körperempfindung nicht mehr wahrgenommen wird. Was bleibt in der Stille? Alle Sinnesempfindungen und Wahrnehmungen und Erfahrungen kommen und gehen. Aber ist da nicht noch eine Instanz, die immer da ist? Dieses reine Bewusstsein, was all das, was kommt und geht, wahrnimmt. Wer oder was ist dieser Beobachter, diese Instanz? Reine Präsenz. Präsenz, die nicht mit Worten beschrieben werden kann. Formlos, nicht greifbar. Reines Bewusstsein. Unendlich, ohne Grenzen. Du kannst es selbst prüfen, ob das, was jetzt da ist in dieser Stille, in dieser Präsenz, ob es hier irgendwelche Grenzen gibt. Grenzen zwischen dieser Präsenz und einem Gegenstand. Grenzen zwischen dieser Präsenz und Menschen und Wahrnehmen und Körperempfindungen. Gibt es dort Grenzen? Oder ist es nicht so, dass es einfach ein großer Raum ist, in dem alle anderen Dinge und Erscheinungen kommen und wieder gehen? Ist es nicht so, dass wir, unsere wahre Natur, dieser innere Kern, dieser innere Raum sind? Der Raum, in dem alles erscheint und wieder geht. Diese Leere. Ohne Grenzen. In dem Moment, in dem wir uns mit diesem Raum verbinden, dieser Raum, der wir selbst sind, dieses höchste Bewusstsein, diese Wahrnehmung, ist alles möglich. In dem Moment, wenn wir in Hingabe gehen, mit dem, was ist, mit dem, was erscheint, weil wir wissen, dass alles, was erscheint, auch wieder vergeht.
Alles ist endlich. Nur das, was wir sind, diese Präsenz ist unendlich. Mit dieser Verbindung gibt es keinerlei Anhaftung ans Außen. Nichts muss so sein, wie wir es erwarten, sondern das Leben fließt. Die Dinge kommen und gehen. Im Raum der Liebe. Liebe heißt, die Situation und andere anzunehmen, wie sie sind, ohne sie zu bewerten. Das ist das, was wir sind. Dieser leere Raum bewertet nicht, was kommt, was geht. Er ist einfach da. Wahrnehmen ohne Bewertung ist der Beginn der Heilung. Und die Trennung darf sich in diesem Moment auflösen. Wir sind der Himmel und alle Erscheinungen sind die Wolken, die kommen und gehen. Aber der Himmel bewertet die Wolken nicht. Der Himmel ist einfach nur präsent und da, der Hintergrund. Und aus dem Himmel entsteht die Wolke. So wie wir das reine Bewusstsein sind, in dem alle Dinge entstehen und aus dem alle Dinge geformt werden und wieder vergehen. Reines Sein, Präsenz, ohne Bewertung. Die Trennung löst sich auf und Heilung geschieht. Auf einer ganz tiefen Ebene. In diesem Moment. In Liebe. Jetzt. Und dieser stille Raum eures Selbst wird auch bleiben, wenn ihr jetzt langsam wieder eurem Körper bewusst werdet. Die Aufmerksamkeit zurückbringt auf euren Atem. Und trotzdem noch mit diesem Raum verbunden seid. Der Atem kommt und geht, ohne Bewertung. Körperempfindungen sind da, ohne Bewertung. Und wenn ihr jetzt dreimal tief ein- und ausatmet und dann die Augen wieder aufmacht, dürft ihr in diesem Grundgefühl dieser Präsenz, dieser Stille bleiben und einen Teil eurer Aufmerksamkeit dorthin fokussieren. Namaste. Wow, das...
war heute eine sehr, sehr hohe Energieschwingung. Ich hatte zwischendurch Gänsehaut. Ja. Ja, das ist die Wahrheit, die einzige Wahrheit.